zur Glorifizierung des nationalen Kulturerbes. In der Welt gibt es viele Länder und die haben alle ihre eigene Strategie zum Schutz des Kulturerbes. In der Demokratischen Volksrepublik Korea steht diese Arbeit unter der Anteilnahme des Staatsführers. Am 24. Oktober zu C103 2014 veröffentlichte der Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der Demokratischen Volksrepublik Korea, Kim Jong-un, das klassische Werk »Die Arbeit für den Schutz des nationalen Erbes ist eine patriotische Sache für die Ausstrahlung der Geschichte und Traditionen unserer Nation«. Im Werk sind die Wichtigkeit der Arbeit zum Schutz des nationalen Erbes und deren Grundprinzipien sowie die Aufgaben und Wege klar erhellt. Darin betonte Kim Jong-un, es gelte, die Arbeit zum Schutz des nationalen Erbes als eine Arbeit des ganzen Staates und des gesamten Volkes durchzuführen. Jeder solle sich mit Vaterlandsliebe für die Arbeit zur Schutz und Pflege des nationalen Erbes einsetzen. Kim Jong-un sieht diese Arbeit nicht einfach als eine Frage zur Entwicklung der Geschichtslehre, sondern als eine bedeutende Angelegenheit zur Erhöhung der patriotischen Gesinnung des koreanischen Volkes. In der DVRK werden dank der aktiven Bemühungen des ganzen Volkes das materielle, das nichtmaterielle und das natürliche Erbe ausfindig gemacht und gesammelt und die historischen Altertümer, Funde, Sehenswürdigkeiten und Naturdenkmäler geschützt und gepflegt. Allein in den letzten Jahren wurden die Fundstätte aus der früheren Periode der Altsteinzeit und die mittelalterliche Salzgewinnungsstätte ausfindig gemacht und das Volkslied Arirang und die traditionellen Bräuche wie die Einlegung von Kimchi in das nicht materielle Weltkulturerbe eingetragen. Unter der Anteilnahme des Staatsführers gewinnen in der DVRK die nationalen kulturellen Erbschaften ihren ursprünglichen Zustand zurück.